Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Das sehe ich genauso. Und damit willkommen zu Let's Play Bioshock Infinite. Ja, wer hätte gedacht, dass ich das nach Bioshock 2 und dem Bioshock DLC auch spiele? Ich denke mal jeder. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt auch nur die ersten beiden Teile gespielt, weil ich ultra Bock auf dieses Spiel wieder hatte. Zugegeben, ich hatte auch auf Bioshock 1 und 2 mega Bock. Notfalls kommen wir hier auch noch weg. Hier ist auch noch ein Boot, was eventuell voll mit Wasser gefüllt ist. Und ja, wir sind wieder an einem Leuchtturm. Die kennen wir ja noch gar nicht aus Bioshock. Und ja, was uns hier jetzt erwartet, müssen wir selbst herausfinden. Ich kenne das Spiel halt schon. Muss ich gestehen, ich bin ein großer Fan der Serie und auch von diesem Spiel als Einzelnes. Jedoch solltet ihr euch tatsächlich Bioshock 1 und 2 vorher angucken. Ich werde auf die Spiele nämlich so ein bisschen, also ich werde auf dem Wissen von den Spielen so ein bisschen aufbauen, so ein bisschen so meine, wie nennt man das, meine, ja wie heißt das nochmal, wenn man so darüber nachdenkt und so meine Gedankengänge, genau. Meine Gedankengänge werde ich so ein bisschen auf dem Spiel aufbauen, und also auf den beiden Spielen 1 und 2 und eventuell auch dem DLC, je nachdem. Und auf jeden Fall, bevor ihr dann die DLCs von diesem Spiel hier guckt, solltet ihr auf jeden Fall 1 und 2, also Bioshock 1 und 2, geschaut haben. So, wir gehen jetzt in den Leuchtturm rein. Hier hängt ein Zettel an der Tür. David, bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Da oben steht jetzt auch eine Übersetzung. Bringen Sie uns die Kleinen und tilgen Sie die Schuld. Das ist Ihre letzte Chance. Okay, da hat jemand Schulden und muss das anscheinend wieder gut machen. Wir spielen übrigens. Ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Okay. Von deinen Sünden wasche dich rein. Wir spielen alles auf den allerhöchsten Einstellungen. Also auf wirklich hohen Einstellungen. Ich habe einfach alles auf Ultra gestellt, weil es der PC mitmacht. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Ich hoffe auch, dass mit der Aufnahme alles passt. Das Programm war auf Konsolenvideos eingestellt, auf Konsolenaufnahmen. Gurkenglas essen, okay. Und ja. Ist jemand da? Aber es sollte klappen. Ich habe ja alles wieder umgestellt. Boah, diese Musik von damals, die feiere ich immer so. Hallo? 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 Ich glaube, da geht keiner dran. Rip. Seien Sie bereit. Er ist unterwegs. Sie müssen ihn aufhalten. C.
Okay. Das ist echt krass. Ich bin übrigens einer dieser Menschen, die hier nicht sonderlich darauf achten, was in den Sachen drin ist. Ich nehme einfach alles mit und lasse das Wasser hier einfach mal laufen. Okay. Da ist Blut. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Wie das dampft. Okay, wir machen es mal wieder aus. Einfach nur, weil es, glaube ich, nervig im Sound ist. Oh, oh. Oh, oh, okay. Dass das passiert, war irgendwie klar. Don't disappoint us. Enttäuschen Sie uns nicht. Gut. Ja. Das nenne ich mal ein Exempel statuiert. Das Spiel ist halt auch einfach so schön. Ihr werdet sehen, wovon ich rede. Deshalb ist es auch so geil, dass ich jetzt in allen Einstellungen auf Ultra aufnehmen kann. Das wird nochmal ordentlich was rausholen. Und ja, okay, ich meine, die Dings, die Texturen sind halt wirklich scharf, finde ich. Ja, jetzt sind wir hier draußen. So ein Leuchtturm ist schon was Cooles. Da hinten sind noch irgendwelche Städte. Das Wetter ist echt nicht das Beste. Ein bisschen Geld nehmen wir natürlich gerne mit. Wenn schon so rumliegt. Moment mal, diese Karte. Oh oh. Was in aller Welt? Oh oh. Oh oh. Ich mach das Mikrofon noch mal ein kleines bisschen tiefer. Ist das was Positives? Und hören das die Leute nicht dort in der Stadt? Was tut es? Sendet es irgendwas in den Himmel? Oh Gott. Das sieht nicht gesund aus. Okay, wir dürfen schon mal rein. Das ist doch schon mal ganz nice. Wir starten übrigens erstmal wieder mit 2 Folgen täglich und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja gut, ich meine, was da an den Armen ist, das sieht man ja jetzt irgendwie schon. Leg die nicht da drauf. So, und jetzt? Ja, das war klar. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht die Party ab, mein Freund. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5. Wir sind einfach in einer Rakete gelandet. Jetzt werden wir noch zum Mond geschossen. Wo sind wir hier gelandet? Eine Stadt über den Wolken. Das ist goddamn interessant. Ich feiere das Spiel halt echt hart. Also, so ein bisschen hier Fanboy-mäßig muss ich zugeben. Also, das Spiel, das feiere ich wirklich.
Ich habe das auch schon so oft durchgespielt. Ich finde die Story einfach immer wieder nice. Und jetzt dachte ich mir, wir spielen jetzt mal alles hier auf dem Kanal durch. Und dann am Ende Bioshock Infinite, weil es einfach das beste Spiel ist. Ich weiß nicht, die anderen Spiele machen auch Spaß, aber hier wurde die Steuerung halt doch nochmal grundlegend überarbeitet und sie ist wesentlich sinnvoller als in den anderen Teilen. Das finde ich gut. Wie hübsch das hier einfach alles ist, ne? Muss man schon sagen. Und der Prophet wird das Volk in das neue Eden führen. Wie hübsch hier alles aussieht. Oh mein Gott, ihr seht das auch. Alles ist so hübsch. Unglaublich. Liegt noch ein bisschen Geld. Das wurde eventuell gespendet. Jetzt ist es meins. Wie hübsch hier alles aussieht. Oh mein Gott. Hier kann ich mich echt nie satt sehen. Also hier habe ich einfach immer so viel Spaß. Sieht so komisch aus, mit dem Bart auch wieder so zur Seite weht. Welcome Center. Okay, wir sind hier also im Willkommenszentrum. Begrüßungszentrum, irgendwie sowas. Ja, dankeschön. Da ist nichts drin, einfach so ein leeres Paket dahingestellt. Lol. Silberigel. Okay, so heißt das Geld hier also. Ach, das sieht alles so hübsch aus. Die Grafik ist so hübsch. Oh mein Gott, ich kann's nicht glauben. Ach, ich liebe dieses Spiel halt wirklich. Es ist schon so eins der besten Spiele, die es so gibt, finde ich. So, also ja, auch wie sich das alles im Wasser spiegelt. Und oh mein Gott, alles ist so hübsch. Ich meine, gebt euch das mal. Allein wie das aussieht. Wie ich hier rauskomme. Stimmt, aber es ist alles sehr hübsch hier. Das musst du zugeben. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Oh Gott, hier ist auch alles so unfassbar hübsch. Und in meinem Schoß soll wachsen der Spross des Propheten. Okay. Ich finde das immer verstörend, wenn Leute so reden. Euer Geld nehme ich trotzdem gerne mit, dazu sage ich nicht nein. Ach, wieso ist immer alles so hübsch hier? Voxophon. Auch ein paar neue Liebe den Propheten, Dingens. Denn er liebt den Sünder. Begriffe. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Alles irgendwo berechtigte Fragen. Gut, hallo? Ja, wie hier einfach das Wasser runterfließt, dass man hier nicht ausrutscht und dann hier runterknallt, wie hübsch das alles gemacht ist, oh mein Gott. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt. So, da schlägt man sich doch direkt die Birne auf, also wirklich. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Wo bin ich hier? Und sehe, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der... Ich zieh mal das Mikrofon so ein bisschen weiter hier rüber. Sodom unter uns angekommen in Columbia, um sich rein. Komm her, so. Ich glaube, so ist es besser. So kann ich weiter hinten sitzen. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Lustig. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiede. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Muss ich das? Oh Gott. Oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Hey,
Ich taufe dich im Namen. Oh Gott, verstörend, wie so eine Sekte. Ripp. Direkt ertrunken werden. Beziehungsweise nennt man das so? Ich weiß es gar nicht. Guck mal in den Spiegel, dann weißt du, was nicht gereinigt aussieht. Okay, der scheint irgendwie so Privatdetektiv zu sein. Wir gehen mal raus. Lol. Okay. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ertränken, das ist das Wort. Und recht hat er. Suchen und rausfinden, wo ich bin. Wie hübsch hier alles ist. Oh mein Gott, gebt euch das mal. Wie hübsch hier alles ist. Darauf komme ich immer noch nicht klar. Dankeschön. Ich esse ihren Apfel weg. Einfach so ein Vogel. Mann, wieso ist hier alles so hübsch? Es ist unglaublich. Mit flammendem Schwert. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Ja, behaltet euch diese... Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Genau so ist es. Behaltet euch das... Ich muss das Mädchen finden. Gut, behaltet euch das im Gedächtnis, dass es hier mal hübsch war. Mann, es ist hier halt echt gerade mega hübsch. Oh mein Gott. Mal gucken, wie lange hier jetzt noch der Frieden anhält. Ich meine, wir sind ja jetzt da. Zeit, alles kaputt zu machen. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Was ein cringehaftes Date. Sieh schlimmer. Lästig, wenn Gebäude nicht rechtzeitig andocken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Mensch, was ein Gesindel in dieser Stadt wohnt. Naja, gut. Freut mich sehr. Dankeschön. Das ist das umsonst, oder? Solange er kein Geld will. Perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Wie groß die Stadt einfach ist, gebt euch das mal. Diese ganzen Gebäude schweben halt einfach. Okay. Mögen gibt's nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Ich glaube, ihr habt ein bisschen einen Knall. Fair. Jetzt hör aber auf mit diesem Gerede. Manchmal weiß ich nicht, erziehe ich einen Schlaukopf oder einen Schwachkopf. Der ist nicht schlecht. Den merken wir uns dann für unsere Erziehung. So. Kann er schon dagegen sein? Ich finde das gut, dass wir hier alle so belauschen können und hier auch so in alle Geschäfte reingehen können. Das finde ich schon ganz nice. Da hat jemand einfach sein Zeug liegen lassen. Das finde ich echt ein bisschen dreist. Geiles Fahrrad. Ist gekauft. Wird eingetütet. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Alles klar, auch das werde ich mir merken. Der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt?
dass er müde sei, dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Mhm. Sind Sie bald fertig da unten? Ja, Sir. Wie arrogant er einfach redet und er nur so, halt jetzt bitte deine Fresse. Kinetoskop, die Dinger habe ich mir früher nie angeguckt, weil ich die irgendwie immer langweilig fand. Wir schauen einfach mal, was hier jetzt so drin ist. Wenn die langweilig sind, dann überspringen wir es einfach. Okay, ich verstehe, warum ich mir die damals nicht angeguckt habe. Die sind halt wirklich sterbenslangweilig. Kann ich hier noch die Kasse ausrauben? Nein, die ist schon leer. Moment, irgendwas gab's hier noch? Oder habe ich mich verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt, oder? Gut, wir gehen mal hier raus. Aber ich würde eigentlich auch sagen, wie lange es hier friedlich bleibt und was hier noch so passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin!